Warum werden unsere Dateien nicht automatisch im richtigen Ordner abgelegt, wenn wir sie speichern? Wir müssen jedes Mal das richtige Verzeichnis auswählen. Aber warum eigentlich? Du kannst diesen Prozessschritt nämlich deutlich vereinfachen. Und zwar so weit, dass du deine Dateien nur noch fallen lassen musst und sie werden automatisch sortiert. Das erspart dir nicht nur eine Menge Zeit, sondern macht auch deinen Büroalltag wesentlich entspannter. Wie du das innerhalb von nur 5 Minuten einrichten kannst, zeige ich dir in diesem Video. Ich zeige dir aber zunächst einmal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier einen Regienachweis der Abonnieren GmbH erhalten und möchte diesen nun im richtigen Verzeichnis ablegen. Zur Veranschaulichung habe ich hier auf der rechten Seite ein Explorer-Fenster geöffnet mit dem richtigen Verzeichnis. Das wäre lokale Datenträger D, Archiv, Regienachweise, Abonnieren GmbH. Wir fahren also fort. Wir müssten jetzt also auf Speichern gehen und müssten wieder hier den richtigen Pfad auswählen. Mit meinem Programm musst du den eben gezeigten Pfad nicht erneut auswählen. Beachte, dass ich gerade auf lokale Datenträger C Dokumente bin. In meinem Fall müssen wir aber nur auf Speichern drücken. Wir warten ein paar Sekunden und es erscheint automatisch die Datei hier im richtigen Verzeichnis. Und das, obwohl wir das Dokument nur im Dokumente-Ordner fallen lassen haben. Wie du das innerhalb der nächsten 5 Minuten einrichten kannst, zeige ich dir jetzt. Ganz wichtig, alles was ich jetzt zeige, ist ganz simpel einzurichten, habt da keine Berührungsangst. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch. Ihr benötigt zunächst diese ZIP-Datei, die ihr hier seht, dazu einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung klicken und ihr kommt hier zu Gumroad. Ihr könnt das Skript hier kostenlos herunterladen, ab über eine Spende würde ich mich wirklich freuen, da hier wirklich ein bisschen Arbeit drin steckt. Habt ihr das Skript hier heruntergeladen, könnt ihr es einmal extrahieren. In der ZIP-Datei befindet sich ein Ordner namens Autosort, den nehmt ihr euch und tut ihn in die Dokumente kopieren. Dann einmal öffnen. Wir finden in diesem Ordner nun drei Dateien, einmal die Config-INI, unser Skript und eine Stopp.bat. Für euch relevant ist nur die Config-INI und die Stopp.bat. Wir öffnen also mal die Config-INI, wir gehen mit Rechtsklick drauf und öffnen das Ganze mit dem Editor. Ihr findet hier oben zwei Kategorien, einmal Einstellungen und einmal Pfade. Bei den Einstellungen müsst ihr nichts verändern, das ist nur für mich zum Programmieren. Und bei Pfade kommt jetzt das Herzstück zum Tragen. Hier könnt ihr definieren, welche Dateien mit welchem Dateinamen in das entsprechende Verzeichnis verschoben werden soll. Bedeutet also, hier die Beispiele sind eingetragen, wenn eine Datei den Namen Regienachweis Abonnieren GmbH enthält, wird diese hierhin verschoben vom Dokumentenordner aus. Oder, nächstes Beispiel, wenn eine Datei mit .exe ändert, wird sie hier ins Archiv Software verschoben. Das ist ein Beispiel, wir können ja aber mal was Neues hinzufügen. Zum Beispiel wollen wir alle Dateien, die den Dateinamen Patrick enthalten, in einen Ordner verschieben, den es noch gar nicht gibt. Da sagen wir zum Beispiel also D, Archiv und dann sagen wir Patrick. Das Ganze speichern wir einmal und wir können das nun wieder schließen. Wir finden nun hier unser Skript vor. Das muss natürlich noch einmal ausgeführt werden, deswegen machen wir einfach mal Doppelklick hier drauf. Ihr seht nicht, dass es ausgeführt wird, das ist ja genau der Sinn, weil es im Hintergrund läuft. Es soll aber auch gestartet werden, wenn ihr euch an eurem Rechner anmeldet, sodass ihr es nicht händisch starten müsst. Deswegen gehen wir hier einmal mit Rechtsklick drauf, weitere Optionen, Verknüpfung erstellen und diese Verknüpfung tun wir einmal ausschneiden. Wir drücken Windows-Taste und R, geben Shell Startup ein und tun diese Verknüpfung hier einfügen. Mit dieser Verknüpfung wird das Skript automatisch gestartet, wenn ihr euch an eurem Rechner anmeldet. Das Fenster machen wir nun wieder zu und nun können wir das Ganze schon ausprobieren. Wir gehen also einmal in den Dokumentenordner und können nun hier eine Datei erstellen, die den Dateinamen Patrick enthält. Das heißt nicht, dass die Datei Patrick heißen muss, ich zeige euch gleich, wie es funktioniert. Wir gehen also hier einmal auf Neu und erstellen irgendeine Datei, zum Beispiel ein Word-Dokument. Das nenne ich jetzt zum Beispiel Rechnung Patrick und schreibe irgendwelche wirren Zahlen dahinter. Wenn ich das Ganze nun erstelle, müssen wir nur kurz warten und die Datei wird automatisch in das richtige Verzeichnis verschoben. Schauen wir also mal nach. Ich mache einen neuen Tab auf, gehe auf dieser PC, lokaler Datenträger D, Archiv, wir finden den Ordner Patrick und hier ist die Rechnung drin. Ja, und das könnt ihr jetzt mit allen wichtigen Dokumenten machen, die ihr so bekommt. Bekommt ihr also immer wieder ein Dokument, was eine gewisse Nummer enthält, zum Beispiel eine Bestellnummer, die immer mit 910 oder so weiter anfängt, dann könnt ihr die automatisch immer ins richtige Verzeichnis kopieren.
Ihr müsst sie nur noch im Dokumentenordner fallen lassen. Wollt ihr einmal, dass das Skript nicht mehr ausgeführt wird, tut ihr einfach die Stopp.bar doppelklicken, es öffnet sich kurz ein Fenster, es schließt sich wieder und damit ist das Skript beendet. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du E-Mail-Signaturen automatisch in vollwertige Outlook-Kontakte umwandelst, dann schau dir doch einfach mal dieses Video hier an.